Ich habe schon einige Seminare gemacht, aber selten ein Seminar, was so viel Spaß und Freude und überhaupt nicht ermüdend war. Mein Name ist Petra Jäger. Im Moment bin ich noch in einem Angestelltenverhältnis als Sekretärin. Ich habe einen 19-jährigen Sohn und das ist eigentlich so das Erste, was mich dazu bewogen hat, weil ich gemerkt habe, dass die Kinder heute einfach so viel lernen, was sie im Leben gar nicht brauchen. Und meine große Vision ist so, eine glückliche Schule irgendwie hinzukriegen. Und ich bin halt hier auf das IPE gestoßen, einfach übers Jugendcoach Google. Und habe mich dann auch mit einem in Verbindung gesetzt, der hier schon mal aus Köln ist, der hier schon einen Kurs gemacht hat, um einfach zu fragen, ob er es nochmal machen würde. Ja, und der war total begeistert und dann habe ich mich im Herbst letzten Jahres schon angemeldet und nach dem ersten Block war ich total begeistert und bin auch jetzt immer noch super begeistert. Vom Grundsatz her denke ich, sind alle super, aber nicht nur für Kids, auch für Erwachsene. Also ich persönlich finde es sehr wichtig, die Glaubenssätze zu bearbeiten. Weil das habe ich am eigenen Leib gemerkt, hinderlich die sein können. Und ja, ich würde gerne halt Kinder auch auf jeden Fall drin unterstützen, dass sie ihr Potenzial entdecken, dass sie wissen, was kann ich und das dann auch zu leben. Und dafür ist egal, welche Methode. Es ist einfach farbenfroh, witzig, total nachvollziehend, interessant. Wie gesagt, ich hatte nicht einen Moment, wo ich gedacht habe, ich bin müde. Also ich hänge an seinen Lippen und bin immer ganz gespannt, was kommt als nächstes.